Entzündungserkrankung, da sind zwei Erkrankungen zusammengefasst, der Morbus Crohn und die Colitis ulcerosa. Eine chronische Entzündungsreaktion des Darms, die besonders junge Menschen zwischen 20 und 30 befällt. Die Symptomatik sind Durchfall und Darmblutungen. Das ist das, was häufig auftritt. Und wenn sie unbehandelt sind, kann es eben auch zu narbigen Veränderungen im Darm kommen, die dann durchaus zu Engstellen oder auch zur Bildung von Fisteln oder Eiteransammlungen, sogenannten Abszessen, führen kann. Ganz wichtig ist, dass hier eine gute Arzt-Patienten-Bindung dazugehört, weil es eben eine chronische Erkrankung ist, die über lange Jahre auch begleitet werden muss durch den Arzt. Und hier gibt es verschiedene Therapieformen, die von milden Schubtherapien bis zu Biologika-Therapien gehören, die sehr individuell abgestimmt werden müssen.